jemand geschrieben hat, dass er gleich zurück ist. Und, ah, okay. Aha. Ja, kannst du gerne machen. Ja. Weil der eine geht hier auch gleich raus, der Max, der ist gleich raus. Und dann ist hier sowieso. Okay. Okay, will wechseln. Ich hätte gerne Kim verteidigt. Schön. Nochmal was? Es wird gleich ein Platz frei. Also Max geht gleich. Der hat hier die letzte Line aufgemacht. Und dann sind einige frei. Also wir können auf jeden Fall zusammenspielen. Ja. Ja, wir haben gerade angefangen. Wir haben noch 2 Minuten in der ersten Hälfte. Nee, wir haben gerade angefangen. Jo. Ach verdammt, ich vergesse mal, wie das hier wechseln muss hier. Ach komm schon. Ah. Solid pass right there. Make it look easy. Nice. Go. Beat that deep. Totally open. Perfect. So nicht, mein Freund. Very nice. Haha. Oh, sorry. Schön. Come on, please, please. Yes. Sehr schön. Ah. Schönes erstes Spiel. Läuft. Boah. Ich war so nah dran. Wie hat er den reingemacht? Ah. I saw your message and I saw that you wrote in English, so I will be taking a look at your message during the halftime. I wish 303 wasn't dead. It depends. So I don't think it's dead. We have a lot of crews here in Europe on the PS4, so it doesn't even feel dead at all to me. So
I have only been playing since April, so that's why I can't tell how it was before. That was too bad. Come on. Please. Yes. Close. Ah! I'll take a look at your second message in a bit. Very good. It's so fun, but people don't play. Sometimes you're right. It depends on if you're in a crew or not, and actually, I'm in a pretty good one at the moment, and they are really, really active. So that's why I can't say that the game is dead. Did you play this game in Europe as well, or are you from America? Because I've met some Americans who just started playing the game as well. And they're actually pretty happy with the game. And it just came out for Xbox. I think in September or so. Ah, so close. Ooh, nice. We should be winning this. How is he hitting that? another message. Give me a sec. Alright. Okay, you're American, that's what I can read so quickly. Ah, verdammt. I'm too slow. Very nice. Haha, another three. Okay, I'm American, it's pretty fun, but there's a lot of bots and rarely ever actual people. Really? On the PS4 version? That's new to me, because I thought that the Americans are the one who are the most active. Or are you playing on an Xbox? Because I know on Xbox there are a lot of bots, because the community is just so... not really there yet, because it's pretty new. But on PS4 it should be actually pretty good. So, Crunch, du bist da? Okay, du wirst Max gleich rausgehen, denke ich mal. Jo, hat's leider zugemacht. Dann, ich mach mal ein neues auf und dann kannst du einfach direkt dazukommen. Jupp, ist offen. Okay, ich brauche Siege und ich brauche Kim. 15 Minuten, das ist ja super. Oh, okay. Ja. Willst du die anderen ein? Boah, sind ja echt viele online. Gestern? Nee, das war Goxmania.
Goxman, ja, war das gerade nicht da. Nee. Techie, here you can see, this is everyone in our crew who's online at the moment, here in Europe. So, there's a lot of people. I play on PS4, I thought US would be most active too, but I guess not. Okay, then maybe it changed over the last few months or so. Because every time I take a look at the rankings on 303 Freestyle on the homepage, you see that the American crews and American guys are actually pretty high in the ranking. And yeah, but that's too bad. A few days ago I had two Americans in my chat who were playing this game, who wanted to play with me. And we couldn't line up because they are on the American server and we are on the Europe server. But they were really desperately looking for people to play with, and yeah. Are you in the Discord chat of 303 North American server? There's a Discord chat, and maybe you can find some guys to play with there. I'm in the server as well, but yeah, I have no say in it because I'm from Europe, so it doesn't help me at all. Yeah. No. D is gonna be key. Damn it. Time open. Dialing long distance. We got big rebound. Oh, quick pass. Mhm. Pushing right through. Ah, ich will Kim verteidigen. There we go. You might join the Discord. Yeah, you should. After the game, let me take a look and maybe I can give you the link, the direct link to the channel. Oh, ey, das wäre fast ein Block gewesen. Ich habe mittlerweile eine goldene Blockkarte. Schade. Echt? Habe ich. Und drin. Perfekt, Nadir. Ah, schade. Oh, der war schlecht. Ach, damit zu spät. Ja. Ah, come on, Nadir. Oh, schade. Boah, so knapp. Shit, shit. Das reicht mir das aber hier. Na, hier will man mal haben. Gib mal. Ach, scheiße. Wie kann er denn dort X drücken? Das geht doch gar nicht. Hä? Was ist denn mit Nadir los? Was ist denn mit Nadir? Der leckt doch total, oder? Naja. Ne, bei mir macht er die ganze Zeit I'm open, I'm open. Also immer nur X. Voll komisch.
Attack it, just for your information, I'm from Germany, that's why I talk in German sometimes, because I have a friend of mine on my earphones, you hear him as well, it's Crunch, the guy who's playing Kim at the moment, so I hope you don't mind that we talk in German sometimes, because he's from Switzerland, and he doesn't know English that well. Sehr schön. Gut. Jawohl. Sehr schön. Nee, nee, waren zwei. Jawohl. What? Damn it. Huch, Verschlupf. Ja. Schön. Schade. Er ist drin. Oh, Pedro steht fest. Sehr schön. Pedro ist AFK. That's nice. Oh, maybe he has a blue screen? Yeah, he has a blue screen. Okay. Okay, let me take a look. Maybe I can find the Discord channel. In a bit, I will be right back. Hunde sind total am Bellen die ganze Zeit. Was sagst du? Okay. Ja, Uli spielt total viel, das stimmt. Okay. I found the link for the Discord channel, but I can post. I will post it into the chat in a bit. Oh, way too early. So after the game, I will post the link into the chat, and then you can take a look there, and maybe you can find some friends to play with. Shit, komm ich nicht ran. Schön. Sehr schön. Oh, damit. Schöner Block. Ey, Nadir. Super schön. Hm.
Oh, ich krieg ihn nicht. Den hab ich. What the hell? Ich krieg schon wieder keinen Loose Ball, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, nur eine 2. Sorry. Ah, bisschen zu kurz. Ach, shit. Und ich gehe auf Steel gerade. Ja, aber ich glaube, ich habe Nadir auch schon mal gesucht. Ich habe die nicht gefunden, warum auch immer. Ach, shit. Oh, der springt ja. Hätte ich uns nicht gedacht. Schön. Was? Wie hat denn der den Ball gekriegt? Schön. Und drin. Jawohl. Oh, perfekt, ey. Das ist ein super schöner Start in den Tag heute. Ja, ach, mein Fehler. Mein Stil. Ich find's einfach geil, wie Kim gerade wieder trifft. Ja, gestern ist mir wieder fast nichts reingegangen und heute treffe ich wieder voll gut. Ah, ein Tick zu früh. Schön. Schade. Oh, echt jetzt? Oh, ich das hasse, Alter. Dass die einfach so rausgehen. Okay. I just posted the Discord link. At least it's written under invite your friends posting this link. So you can just maybe take a look at the Discord channel of 3&3 Freestyle. What? Okay, Nadir ist raus. Schade. So many guys online, why is nobody coming? Crunch? Und kannst du noch mal gucken, wer schon im Spiel ist und wer noch frei ist?
Okay, dann werde ich mal Taylor und Chris einladen. Achso, okay. Ich habe auch schon geschrieben, ob jemand Drittes frei ist. Hat sich noch keiner gemeldet bisher. Was ist denn da draußen los mit den Hunden, ey? Lass mir jetzt kurz aufstehen und mal nachgucken. Die Hunde nicht mal. So, achso, genau. Ja, dann schaue ich mal rein. Ob ich denn da die finde. Nee, er findet keinen Nadir. Das ist echt komisch. Uli? Okay. Meine Winrate hier gerade echt schön mit 6. Ja, es kommt ja anscheinend keiner. Ja, dann mach mal zu. Naja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er immer so Stress macht, weil er seine Winrate oben halten will. Ah, ganz ehrlich. Ja, keine Ahnung. Richtig, ja. Ach shit, ja, Pedro. So ist es. Du musst spielen, Junge! Oh, haben wir echt wieder ein Holzbein dabei? Super, ey. Oh, ich möchte ein bisschen Kim verteidigen, ey. Bleib doch mal an Pedro, William. Oh, ist der schlecht. Oh, he's so bad. Shit. Oh, warum macht den Fadeaway? Ey, was ist denn hier los? Ich treffe nix. Das reicht mir das aber hier. Ja, aber wir können nur. Das kann ja wieder nur am Leg liegen, dass ich dich treffe. Weil davor habe ich ja richtig gut getroffen. Ich gehe an Lee.
Come on. Ey, das gibt es nicht, Alter. Das ist echt ätzend, sowas. Und der steht nicht an der Defense, wie er soll. Jetzt wirf. Doch nicht ein Dreier. Was ist denn das hier? Sag mal, was? Der steht im Rücken zu mir. What the hell? Oh, diese... Das gibt's nicht, ey. Ey, abnormal. Und mit diesem scheiß guten Versuch, der kann mich mal am Arsch lecken, Alter. Ich wollte antippen. Ich wollte faken. Oh, dieser Karl, das geht mir auf den Sack, ey. Schön. Toll, in den William. Das gibt's doch nicht. Warum bleibt der nicht an Pedro? Nein, geh an Pedro. What the hell? Ich weiß nicht, was das bringt. Mann, die Kim steht mir im Weg, Alter. Klappen. Also wenn du willst, dann wechseln wir noch. Voll krass, Alter. Jo, dann geh ich auf am Ende. Tja, naja, wenn er meint, gute Wahl. Sehe ich nicht so.
Ja. Oh. Naja, mit Randoms ist halt immer scheiße. Ja, hast du. War aber knapp. Wäre ich fast noch geboren. Oder Shirkan. Ja. Ja, mach mal, alles gut. Ich guck mal, ob jemand anders vielleicht dazukommt. Oh, nein, nicht Gox. Come on, Gox. Just wait. I just wrote you a message. Ja, leider ja. Ja.
einfach nicht drauf reagieren, wenn er irgendwas schreibt. Na, er geht ja raus dann. Das ist ja genau das Ding. Wenn es nicht läuft, macht er ja dann einen Schuh und geht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn irgendeine scheiß Nachricht kommt, werde ich ihm auch sagen, alter Junge. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen, es ist ein Spiel. Und ja, ich bin auch innerlich, ich gewinne gerne auf jeden Fall. Und ich will auch mein Bestes geben, aber es gibt halt einfach irgendwo ein Limit. Und wenn du gegen Leute kämpfst, die keine Ahnung, einen Haufen von Platin-Karten drin haben, ja, dann hast du eben fast keine Chance. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er sich jetzt als Paint Protector macht. Ob er sich mal ein bisschen bewegt, nicht einfach nur an dem Kopf steht. Oh ja, das wird hart. Das wird hart. Und WR läuft dem Lean nicht hinterher. Ich würde ungern nur Fred verteidigen. Ach, wenn er mir zugeordnet wird, das weiß ich schon. Also am allerliebsten würde ich von den drei mich am liebsten Lee verteidigen. Na, wir schauen mal. Jo. Was meinst du, kriegt ihr den Sprungball? Schön. Warum gehst du unter den Korb? Was soll denn das, Alter? Das ist dein Gegenspieler. What? Ja, okay, ich bleib bei Ronfred. Oh, jawoll, Glitchy, Alter. Super cool. Ah. Also Gox kann man echt... Nee, ich will keinen Screen. Und der bringt mir eh nix. Also ich würde gerne Lee verteidigen, wenn er an Fred geht. Da habe ich kein Problem mit. Shit. Nee, absolut nicht. Ja, natürlich, der war hinter mir. Ah. Der ist weg. Doch nicht. Hab ich. Glaube ich dir. Ja, und zumal. Okay, wir liegen vorne. Wollte gerade sagen, wir liegen hinten. Da gibt es ja nochmal einen Buff, aber. Wir liegen ja vorne. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ach man, ey. Ich wollte einen Fadeaway machen und ja, ich hätte keine Ausdauer mehr. Dann habe ich mich total verdrückt beim Werfen.
Jawohl. Das Ding ist, ich müsste jetzt gleich mal eine Flasche abholen. Und der war drin, natürlich. Was soll denn diese Bescheide? Das war nicht gut, Alter. Wir strengen uns hier an ohne Ende. Geh kacken, Alter. Ganz ehrlich, ey. Ich spiele mit dem so ungern. Der spielt nicht gut. Ganz ehrlich. Und im Paint kann jeder stehen. Ich könnte mit Burdock auch da stehen und würde die alle aufrochen. Ganz ehrlich. Und ich gehe sogar noch raus und helfe an der Dreierlinie aus. Wer ist da so eine Sachen? Hat er geschrieben? Er hat Lag geschrieben. Hat er geschrieben. Sowas ist. Nee, es war kein guter Versuch. Jetzt hätte er sofort passen müssen. Bleib mal an Pedro. Junge, das ist der Paint, das ist dein Bereich. Geh doch mal zum Gegner. Da war nichts guter Versuch, Junge. Ey, sag mal, mitten im Wurf, willst du mich verarschen? Das kotzt mich an, dieser Chansley, Alter. Ich hab mir den Ball geklaut, da war ich mitten im Sprung. Oh, schade. Mach du. Echt, der schreibt schon wieder? Achso, was schreibt er wieder? Gut, sollten wir gewonnen haben. Verpiss dich. Schade. Horst schreibt gerade. Ach, hörst du mich? Okay. Der hat mir gerade bei meinem PlayStation Network geschrieben. Da geschrieben, dann spielt halt nicht mit ihm. Ja, das ist es halt. Aber kurz, cool, wie seine Bestätigung war. Er kriegt jetzt hier, er hat den MVP bekommen, und denkt sich so, oh, er war der Beste und keine Ahnung, aber seine Defense war absolut atrocious.
Das war nicht gut. Ja, Horst. ich hol jetzt mal meine Bottle. Ja, ich habe jetzt erstmal meine Flaschen geholt und ich drehe erstmal eine Runde. Natürlich. XP drink S. Was soll es sonst sein? Beginner-Menü und 100 Token? Ja, 100 Token, yay! Was ein Scheiß. Horst. Too much lagging, schreibt er. Was schreibt er? Then wait, I restart. Okay. Wie so ein Warten, er macht einen Neustart. Naja. Soll er mal machen. So, drück mir die Daumen. Mal gucken, was rauskommt. Bitte irgendwas, was ich gebrauchen kann. Bitte eine Platin-Dreierkarte für Kim. Das wäre so schön. Eine Platin haben wir schon mal. Okay, nee, Brenn ist mir egal, aber Carolina, das ist gut. Drei Minuten noch, zwei Siege, okay. Ah, ja, toll. Das war doch ein Eis, ja, ja, toll. Obwohl Long Layup, Close Range war das beides scheiße. Lass ich den Layup drin. Gucken wir mal bei Caro rein. Jo, machen wir. Sehr schön. Ja, das ist eine neue Team Celebration, auf jeden Fall, Horst. Ja, die ist neu, das ist die Backflip. Es gibt noch eine zweite, mal, ich kann mal da gucken. Warte mal, ich kann mal gucken. Es gab zwei neue jetzt. Die zweite fand ich jetzt auch wieder nicht so dolle. Freudentanz. Hier Backflip. War schon ganz witzig. Und dann gibt's eben diesen Hotline-Call. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir den vielleicht noch hole, aber ich. Die nächsten Klamotten kosten 129, die ich haben will. Und daher habe ich erstmal noch keine roten Punkte dafür. 14 Uhr. Na, ja, können wir noch Geschenk holen. Ach da. Sag mal dem Crunch, mein Buzzard ist bewaffnet. Okay. Ja, wenn er wieder da ist, sag ich ihm Bescheid. Ist gerade einer rauchen. Ist denn noch alles da? Oma, Rema, Just, Chris, Taylor, Gox. Okay. Hm.
Na, ich warte noch auf Crunch. Bevor wir hier loslegen. Crunch, ich soll dir von Horst sagen, dass sein Buzzard, keine Ahnung, bewaffnet ist. Okay. Okay. Gox hat geschrieben, macht einen Neustart, der ist auch schon wieder da. Einfach nur, damit wir einen dritten haben, lade ich ihn mit ein. Aber ich lade auch Chris und Taylor mit ein. Okay, da ist er. Ah, ist auch so übelst dreist, dass er mit seinem Prestige 4 Level 10 Lee meint, er geht auf Ready, obwohl du ein Prestige 5 Level 10 Max hast. Also, was soll das? Warum sollte man nicht die Besten nehmen, die man hat? Gestern übrigens habe ich einen total coolen Abend-Nacht-Stream gehabt mit meiner Schwester und Monster Hunter World. Und wir hatten im High hatten wir 11 Zuschauer. Und 3 Leute haben dann mit mir geschrieben, mit denen habe ich dann so gequatscht. Und 2 von den 3 haben sich dann Monster Hunter World geholt. Weil die das ja gekauft, weil die es toll fanden. Meinen so, oh ja, ich glaube, der ist gerade runter. Und ich sagte so, ja. Hm, gesagt, und ja, und der an sich der Story-Modus ist auch voll witzig, klar, und ich kann auch hier und da mal gerne helfen. Aber ganz ehrlich, bei den niedrigrangigen Monstern, die sind ganz, ganz schnell tot, wenn ich dann spiele. Deswegen habe ich gesagt, die sollen erstmal versuchen, alleine ein bisschen klarzukommen. Und erstmal die Steuerung lernen und Tutorials machen und sowas alles. Und sich überlegen, welche Waffen die nehmen wollen und so. Und dann können wir immer nochmal zusammen spielen. Nee, ich fange nicht nochmal von vorne an. Ich habe jetzt 450 Stunden oder so drin mit meinem Hauptcharakter. Da will ich jetzt nicht nochmal einen neuen machen. Obwohl, es wäre schon lustig, sicher. Aber habe ich keine intrinsische Motivation für. Und sofort wieder Lag. Und was soll das? Ich stehe am Dreier. Lass doch erstmal safe machen, Junge. Ich nehme Kim. Schön. Ja. Oder keine Ahnung. Ich glaube, hier geht der erste gleich raus. Wahrscheinlich ist die Kim. Och, komm schon. Wenn Glocks jetzt rausgeht, dann hau ich ihn, Alter. What? Ne, hat was geschrieben wahrscheinlich. Zumindest nicht uns. Voll im Grün. Das ist doch zum Kotzen, ey.
already? Yo, don't harm it. Yo, kick it to the Big Did that just happen? Uh-huh. Nice pass. Nice pass. Give me an alley-oop. Sehr schön. Jetzt, ja klar, jetzt ist super easy, jetzt freut er sich auch, dass das irgendwie läuft. Aber, naja. Also es ist so selten, dass wir wirklich mit der Crew hier Schäfchen bekommen als Gegner. Mich verarschen? Aber sowas von. Der geht nicht raus, er geht nicht zum Rebound. Sag mal, was ist denn das für ein fauler Sack? Ja, Horst, das war nicht gut, das stimmt wohl. Na komm, Alina. Warum sagt er Defense? Willst du mich verarschen? Du hast doch den letzten Ball reingelassen. Was ist denn das für ein Horst, Entschuldigung, Horst. Was ist das für ein Honk? Wir führen mit 20 zu irgendwas. Das ist doch fuck egal, was wir hier machen. Der kann auch hier stehen und einfach mal einen Freiwurf werfen und der nicht reingeht. Das ist doch scheißegal. Also. Oh Mann, das kann nicht sein, ey. übrigens, ich habe die Platin-Karten jetzt bekommen. Eine war eine Close-Range-Shot-Karte in Gold für Rin, die mir absolut nichts bringt. Und das zweite war eine Platin-Long-Layer-Block-Resistance-Karte für Carolina. Richtig gut. Auch geil. Zieh nichts durch. God damn it! What the fuck? Jetzt mag mal der hier rein, ey. Was zum Geier, ey. Ja, total. Weil ich habe ein Spiel, wo ich nur treffe, wisst ihr? Grün. Jawohl. Naja, das ist einfach nur das mit der Internetverbindung. Das ist der einzige Grund, warum das so bescheuert ist. Ach, scheiße. Das ist ja schön. Ah. Einfach mal schrieb, verdammter Lag. So. Ach, guck dir an, ich hab mit Kim 3 Blocks gemacht. Der hat 0. Mit 2-mal im Paint stehen. Also. Das soll man nochmal sagen, Defense, ey. Was? Achso, nee, er guckt mir wahrscheinlich über PlayStation zu, schätze ich mal. Sonst würde er mir nicht über PlayStation schreiben. Also ich glaube, er ist gar nicht bei Twitch gerade.
Cox meinte schon, I don't know what's happened, but it's shit. Alter, wir haben trotzdem gewonnen. Das muss ich mal nicht so aufregen, der Junge. Wenn er mir noch einmal Defense sagt, dann werde ich schreiben, Defense yourself, Junge. er hat geschrieben, er weiß nicht, was los ist oder was passiert ist, aber es war scheiße. Ja, ach man, ey. Ja gut, ich muss ja eh bald ausmachen. Also jetzt kann ich noch das Spiel machen und ich denke, ein weiteres auf jeden Fall noch. Und dann muss ich mal langsam mich anziehen und so. Nicht Willi. Ach was. Natürlich. Geh weg. Nee, geh weg! Mann, Gox, ey, das ist zum Kotzen. Ich hab allen schon gesagt, dass ich keine Screens will. Ich krieg immer wieder verfickte Screens. Mit Murdoch hätte ich schon gehabt. Schön. Der ist für dich. Dammit. Was? Wie ist denn der da hingesprungen? What the hell? Mann, halt die Fresse. What? Vorne an den Ring ran! Und Gox schief wieder nur rum, Alter. Du Vollidiot, Alter. Es ist jetzt unentschieden. Also weißt du, Gox spielt gerade so wie... Wie soll ich sagen? Der ist drin. Manchmal so ein bisschen wie Martin, wie Dödel. Wenn es nicht so läuft, wie er will, einfach rumstehen, nichts tun. Oder wie früher Ostos. Ey, auch so ein Scheiß. So übelst... Weiß ich nicht. Nee, absolut nicht, weil du weißt nicht, was er macht. Manchmal macht er gar nichts, manchmal macht er ein bisschen was.
Na, wahrscheinlich. Ich will auch mal an den Korb gehen. Also, das ist genau das Ding. Du kannst ja nichts machen, nur weil der Arsch da drin steht. Der ist Paint-Hogger. Wenn er wenigstens alles aufrauchen würde unterm Paint und so, wenn er sich verhalten würde wie ein Center, ey. Ah, Junge, nee. Why? Why? Guter Versuch? Wo war das ein guter Versuch, du Volltrottel? Naja. What? Was ist denn hier los? Ah. Server-Issues, ey. Aber wirklich. Ey, der war drin! Ja, ist raus. Ah. Ich habe langsam echt das Gefühl, dass wir mich nicht treffen, dass es an seiner Verbindung liegt. Weil wir hatten ja davor mit Nadir gespielt, wie beide, und ich habe ja fast alles getroffen. Kaum ist er da drin, steht dann dauernd da, schlechte Verbindung. Ja, und anscheinend sieht das ja auch ein. Jetzt sagt er selber auch, ja, hat gelaggt, ich mache einen Neustart und so. Also scheinbar denkt er ja auch, dass er dran schuld ist. Tja. Also ich habe jetzt zumindest mal meine ganzen Quests geschafft. Meine täglichen. So. Das wird auch nicht einfach. Zwar ging Sly Cooper schon lange nicht mehr gespielt, aber der ist schon ganz gut. Ich will es mal versuchen, weil ich muss es ja auch üben. Und normalerweise kann ich, also wenn ich weiß, dass er nur den Pull-Up macht, dann kriege ich ihn auf jeden Fall geblockt. Er ist kein Teamtyp. Was würde er denn die Celebration mit dir mitmachen? Ach, schade. Naja, dem macht man den Pull-Up. Ja.
Deswegen, normalerweise kann ich das verteidigen, wenn ich es kommen sehe. Alles gut. Punkte ist Punkte. Schöner Block. What? Oh, hast du mir geruckelt? Hab ich. Schön. Ich brauche keinen Screen. Okay, das Spiel war jetzt als ungültig gezählt worden. Wer ist raus? Und wie es aussieht, ist Gox raus. Nee, dann doch nicht. So ein Scheiß, ey. Ist manchmal so. Wenn das Spiel, glaube ich, selber erkennt, dass es wirklich ein Bluescreen war und kein Disconnect, dann macht das so. Wieso, weil du Joey hast? Achso, oder weil es abgebrochen wurde. Naja, genau. So, mein letztes jetzt für mich. Oh, viel zu früh. Aber gut, ist auch drin. Grün. Perfekt. Zur Out hinschmeißen, Lonnie. What the hell? Enge Verteidigung. Boah, krasse Scheiße, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass sie den kriegt. Ey, die können mit jedem schießen. Die können auch mit Joey schießen, merkst du das? ja, die blockt echt gut. Die screent echt gut. Och toll, schmeiß mich und der andere tritt auf mich drum. Nein, I don't need a pick, obwohl. Schade. Die schwimmt hier die ganze Zeit, das ist ein bisschen kacke. Oh,
Naja, war mir klar, dass nichts wird. Zwar nicht die beste Trefferquote, aber ab und zu treffe ich doch mal. Oh, die bewegt sich so schnell, die Helena, ey. Oh! Ich dachte, er wirft. Die war hinter mir! Du blöde Bitch, Alter! Das gibt's doch nicht! Und da muss er rangehen! Da muss er zu dem Switch gehen, wenn er sieht, dass der Block kommt, muss er sich da vorne bewegen zum Joey. Was? Ich war genau im Ball. Ey. Das war ein Dreier? Alter Lonnie, halt die Fresse, ey. Tja. Und dann steht er wieder nur rum, guckst dir an. Ja, genau. Okay, Omar schreibt schon die Third. Er sagt schon wieder, das war nicht gut. Aber ganz ehrlich, was willst du? Was sollen wir denn noch machen? Er ist der, der rumsteht. Er ist der, der sich nicht freiläuft. Und die Freien deckt. Also. Er will Pedro verteidigen. Nur zum Rande. Naja, er will Pedro verteidigen. Ich geh auf die Kleine. Soll er Pedro machen? Alter! Du sagst, du willst Pedro machen, dann nimm auch Pedro, du Vollpfosten, Alter! Ey, was für ein Vollidiot! Wie soll ich denn das schaffen? Dann muss er hingehen, dann muss er switchen. Oh, sorry. Ich wollte nicht drück mal aufgeben. Das war jetzt keine Absicht. Ich würde aufgeben. Also. Wenn jetzt irgendeine Nachricht von mir kommt, werde ich ihm sagen, you need to leave the paint. Alter. Der regt mich so auf, der Typ. Der regt mich so auf. Ja, guck mal, die waren doch echt schwer zu verteidigen, also ganz ehrlich. Das war überhaupt nicht einfach. Was willst du denn erwarten? Dass ich überhaupt getroffen habe, bin ich froh drüber. Dieser Typ geht mir so auf den Sack. Naja, ist auch was young. Für ein Trottel, Alter. So. Ich brauche noch einen Drink eigentlich noch. Was macht das später? Naja, eigentlich einen Drink, einen Kronkorken. Okay guys, thank you very much for watching. I hope you enjoyed these 1.5 hours. I didn't, not really, just because our teammate wasn't the best, and we had a lot of hard opponents. I'm going on a break, and I will be back online later, and if you want to see more, just hit the follow button, it's for free.
and you will get a notification when I'm back online. Okay, guys, I wish you all a great day if I don't see you again. And for the others, until next time. Bye-bye.